Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen und Kollegen, nach jahrzehntelangem Stillstand in der Verkehrspolitik ist seit Mai 2023 etwas gelungen, das endlich in die richtige Richtung zielt. Eine Stärkung des ÖPNVs für das ganze Land. Und ich erinnere, die Linke fordert, einen kostenlosen ÖPNV stufenweise einzuführen, als Teil der Daseinsvorsorge, diskriminierungsfrei für jedermann. Das 49-Euro-Ticket ist eigentlich nämlich noch zu teuer, wenn man bedenkt, dass der Satz für die Mobilitätspauschale bei der Berechnung des Bürgergeldes bisher darunter liegt. Die Linke fordert seit Jahrzehnten, dass der ÖPNV zur Hauptbasis des Verkehrs wird und dafür alle notwendigen Mittel eingesetzt werden müssen. Dies fördert die Nachhaltigkeit, Klima, lebenswerte Städte und Gemeinde und die Wiederherstellung der Natur. Und das lange Ringen um das 49-Euro-Ticket, das wir Linke uns noch stärker subventioniert gewünscht hätten, ist ein wertvoller Erfolg für die Verkehrswende. Und dieser darf nicht auf dem Altar der Kompetenzstreitigkeit zwischen Bund und Ländern infrage gestellt werden. Deshalb sagen wir Linken, das 49-Euro-Ticket muss auf jeden Fall erhalten bleiben, nicht nur 2024, worüber gerade diskutiert wird, sondern langfristig und solide ausfinanziert auf Dauer. Und dabei geht es auch um grundsätzliche soziale Entscheidungen. Es müssen auch im Bereich der Mobilität endlich Verhältnisse geschaffen werden, damit niemand gezwungen ist, sich zwischen Grundbedürfnissen zu entscheiden. Und das ist in unserem Land nämlich der Fall und eine Schande. Die Frage, wie komme ich von A nach B, zum Beispiel für die medizinische Versorgung, die Ausbildung, die Erholung und ja auch zur Kultur, ist mittlerweile eine existenzielle geworden. Besonderer Gradmesser ist für mich die Lage des ÖPNV im ländlichen Raum. Für Jahrzehnte wurden hier Strukturen des Nah- und Regionalverkehrs abgebaut, angeblich aus Bedarfsgründen. Solche Gründe waren schon immer vorgeschoben und haben meiner Erfahrung nach auch faktisch wirklich nicht gestimmt. Man verschlechtert die Attraktivität des Angebotes, um dann verringerte Nutzerzahlen verweisen zu können. Und wir wissen doch, gerade Pendler benötigen ausreichende Kapazität, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und dichte Takte. Ich kann Ihnen sagen, der Bedarf eines kostenlosen oder kostengünstigen ÖPNV in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern ist vorhanden. Die Angebote würden mehr genutzt werden, wenn Strecken und Linien flächendeckend da wären. Aber der Abbau ist natürlich immer einfacher als Neu- und Wiederaufbau. Das gilt für Bus und für Bahn. Mobilität im ländlichen Raum mit 49-Euro-Ticket kommt nur an, wenn auch gerade ein entsprechendes Angebot und Anbindung vorhanden ist. Vieles ist gerade auf dem Land abseits von Städten und Speckgürteln weggestrichen worden. Sowohl bei der Bahn, Strecken und Haltepunkte, ich sage nur Südbahn in Mecklenburg-Vorpommern, als auch beim ÖPNV, also den Bussen. Die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die im Grundgesetz stehen, verankert sind, wurden und werden aus meiner Sicht schon mit diesem Fakt infrage gestellt. In meinem Landkreis Ludwigslust-Parchim arbeiten wir an Veränderungen. In Mecklenburg-Vorpommern ist der zweitgrößte Flächenlandkreis Deutschlands, größer als das Saarland. Dort gibt es seit 2018 ein Rufbussystem. Und ich muss sagen, die Anfänge waren echt schwer. Wir, das heißt der Landkreis, ich bin Kreistagsabgeordnete, und der Verkehrsbetrieb des Landkreises Ludwigslust-Parchim haben das System im Landkreis weiterentwickelt. Und es gibt inzwischen für jeden Ort, jeden Haltepunkt von früh bis spät im Stundentakt einen Fahrplan. Inzwischen haben wir 120.000 Fahrgäste mit dem Rufbus erreicht. Und es werden mehr. In einem solchen Flächenlandkreis mit so einer dünnen Einwohnerbesiedlung ist das echt eine große Leistung. Das ist ein positiver Trend und diese Tendenz ist steigend. Das Bestellsystem des Rufbusses ist für Nutzer und Anbieter inzwischen aus den Kinderschuhen raus. Und ich muss sagen, es funktioniert. Und dass es auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Senioren- und Azubi-Ticket gilt, hilft da sicherlich auch. Aber Fakt ist, mit einer Erhöhung der Preise für das Monatsticket im Abo, über das ja auch diskutiert wird, würden viele Nutzer abspringen, ja, abspringen müssen. Die Weiterführung des 49-Euro-Tickets ist gleichzeitig eine Förderung des Linienausbaus, denn wenn mehr Fahrgäste Bus, Rufbus und Bahn nutzen, also Kunden werden, die wir vorher nicht hatten, dann kann der reguläre Linienbetrieb wieder richtig aufleben. Die Verteidigung des 49-Euro-Tickets kann daher aus Sicht der Linken nur ein Baustein auf dem Weg zu einer generellen sozial-ökologischen Mobilitätswende sein. Ich bin, und damit spreche ich auch für meine Fraktion, ich bin als Linke für das Recht auf Mobilität für alle, damit Menschen mit Bus und Bahn zur Arbeit kommen
Und genau wie kranke Angehörige, ältere Generationen und sozial Bedürftige am gesellschaftlichen Leben auch mit dem ÖPNV angemessen und auch barrierefrei teilhaben können. Vielen Dank.